euch meine Top 10 Nagellacke zeigen. Ich glaube, die meisten gibt es nicht mehr. Zumindest hoffe ich es nicht, dass es so ist. Aber ich habe halt hauptsächlich limitierte Nagellacke und ich werde euch da mal ein Sammlungsvideo abdrehen, aber das wird, glaube ich, noch dauern. Ich fange mal mit dem ersten an. Den gibt es leider nicht mehr. Die haben den aus dem Sortiment genommen, weil die sind komplett neu überarbeitet worden. Das ist ein Yves Rocher Nagellack. Der heißt Coral Fifth. Also so schreibt man es. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Der ist schon ziemlich weit aufgebraucht. Der geht bis da. Ich meine, das ist für viele Verhältnisse vielleicht nicht weit. Aber ich mag die Farbe wirklich gern, besonders im Sommer. Ich sollte die mal wieder benutzen. Das ist übrigens kein Nagellack. Ich war im Nagelstudio und habe mir mal eine Farbe ausgesucht, aber ich bin nicht so zufrieden damit. Es ist zwar schön, aber so richtig gefallen tut es mir nicht. Dann habe ich noch einen limitierten, das ist ein Essie-Nagellack. Ich mag eigentlich keine Essie-Nagellacke, wenn ich ehrlich sein darf. Also ich hatte zwei von damals noch, wo es noch beim Douglas war und nicht beim Müller erhältlich waren. Das ist einmal der Wendigo, wenn euch das noch was sagt, der ist urgehypt worden damals. Und den Saint-Tropez habe ich auch noch. Und beide mag ich nicht so gern, weil die von der Textur irgendwie komisch sind. Ja, aber den mag ich wirklich, wirklich sehr, sehr gerne. Und der knallt richtig. Den habe ich letztes Jahr im Sommer die ganze Zeit getragen. Der heißt Make Some Noise. Der macht wirklich Lärm von der Farbe her. So sieht er aus. Ist so ein ganz, ganz grelles Blau. Ich finde den wirklich sehr, sehr schön. Dann habe ich, ich muss die vorher immer schütteln, bevor ich euch die zeigen kann, weil die da oben so lange gestanden sind. Dann habe ich hier einen, den habe ich, glaube ich, von der Vivi bekommen. Ich glaube schon, dass es so ist. Der hat sich auch ein bisschen verfärbt. Der wandelt sich so in Ombre-Look. Der Nagellack, kann man das sehen? Ja, man kann es sehen. Ich sollte den öfter verwenden. Der knallt nämlich auch so richtig. Also das ist auch so eine knallige grüne Farbe. Trage ich eigentlich auch sehr gerne im Sommer. Das war aus der Neo Geisha LE. Und das ist die Farbe 1005 Planet Tokyo. Ich sage, ich habe viele limitierte. Machen wir mit Essence weiter. Auch wieder aus einer Limited Edition. Den habe ich ja noch nicht so lange. Das ist aus dieser Lights of Orient Kollektion. Den finde ich sowas von schön. Das ist mein neuer Lieblings-Nude-Nagellack. Da habt ihr, glaube ich, auch einen Blogpost. Kann ich euch unten verlinken, wenn ich jetzt nicht vergesse. Eine meiner Lieblings-Nude-Nagellacke. Und natürlich noch ein Nude-Nagellack. Den habe ich auch sehr oft in letzter Zeit getragen. Das ist von Miss Lina Nagellack. Der heißt Naked Truth. Den gibt es sogar noch, aber ich habe gesehen, dass der aus dem Sortiment geht bei Miss Lean. Da habe ich mir überlegt, ob ich mal ein Backup kaufen soll, wäre aber ein bisschen heftig. Aber ich finde den richtig schön. Der ist wirklich schön. So, dann kommen wir noch zu den Trend It Up Nagellack. Ich wollte ihn gerade schütteln. Das ist die Farbe 90. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Ich war vor kurzem eben in Deutschland und habe kurz drüber geguckt und habe ihn auf die Schnelle nicht gefunden. Also ich weiß nicht. Ich hoffe, dass es den noch gibt, weil der ist auch wunderschön. Kann ich euch auch einen Blogpost unten verlinken, damit ihr die Farbe getragen seht. Mein Hund geistert rum. Dann habe ich vier MAC-Nagellacke. Die sind, drei sind limitiert, einen gibt es im Standardsortiment. Den zeige ich euch zuerst. Da kann ich euch die Nagellacksammlung in der Infobox verlinken, weil da seht ihr die MAC-Nagellacke gleich zuerst. Das ist einmal, ich spreche ihn lieber nicht aus. So schreibt man es. Ich hoffe, ich wackel nicht. Die könnt ihr mal auf Stopp drücken. Und der ist wirklich schön. Geht auch einfach ab. Also der ist nicht so schwer zum Abmachen. Ich weiß nicht, was die da machen. Okay. Den finde ich wirklich schön. Dann aus der Disney-Kollektion gab es noch den Mean and Green. Der sieht so aus. Der ist auch mein Lieblingsnagellack. Dann den, jetzt weiß ich nicht mehr, wie er heißt, Style Clan oder Style Clean. So schreibt man es. Ist auch ein Frost, der ist auch sehr, sehr schön. Der war aus der Tartan Telele. Das war auch einer meiner allerliebsten Nagellacke. Und am Schluss, den habe ich öfter mit dem Crackling Topcoat dran, ist der aus der Surfer Babe Kollektion. Das ist der Hanging Loose. So sieht er aus. Die meisten habt ihr eh schon getragen gesehen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das ist nämlich mal angefragt worden. Die Nagellacksammlung wird noch kommen, aber es wird ein Weilchen dauern, weil ich habe so viele da. Fragt lieber nicht. Fragt lieber nicht.
Aber sie wird noch kommen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!